Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Leute, von meiner eben gestarteten und abgehaltenen FIFA 14 Session bin ich nun in die Fußballmanager 13 Session geswitcht. Und ja, hier werde ich jetzt noch ein paar Videos aufnehmen und dann meinen verdienten Feierabend machen. Hab schon Hunger wie Sau. Unser erstes Champions League Spiel. Wir haben eben gesehen, wir sind überragend in Form. Ist man ja von meinen Teams gewohnt. Und unser Team nimmt auch so langsam Formen an. Isco, Rakitic, Kagawa, Vidal, Fellaini, Cavani im Sturm. Linksverteidiger wirkt hier noch ein bisschen schwach, aber ich denke, der wird seinen Durchbruch auch noch bekommen. Genauso wie der Rechtsverteidiger können wir Danilo ruhig mal von Anfang an jetzt stellen. Ansonsten, ja, ist das okay. Ryan Giggs, naja. Auch Van Persie spielt bei uns keine wirkliche Rolle mehr, aber gut, wir müssen ja erstmal sehen, wen wir da gekriegt haben und wen nicht. Ich muss gucken, ob ich jetzt noch schon einen neuen Transfer eingeleitet habe. Ich weiß es nämlich gar nicht mehr, auch wenn die Aufnahmesession nicht so lange her ist. Haben wir da schon was eingeleitet? Wir haben ein paar auf der Liste, die streiche ich einfach mal. Ich weiß, der Vergangenheits-Marcel wird mich jetzt wieder haschen. Hasch mich, wenn du kannst. Oh Gott. Hier gucken wir mal, dass wir noch ein paar loskriegen. Vielleicht hat ja jetzt einer Lust, die zu bekommen. Sind ja ablösefrei. Jawohl, einen hätten wir schon mal weg. Weg von der Gehaltsliste. Gibt ja eh keine Jugendliga, die simuliert wird. Wir probieren es jetzt noch einmal bei allen. Mehr als gratis anbieten können wir sie nicht. Da geht der zweite weg. Wunderbar. Ich glaube, viel mehr werden es nicht. Doch, der dritte auch noch. Ich glaube, unsere Reserveliga wird ja nicht simuliert, ne? Gucke ich aber gleich mal zur Sicherheit nicht, dass ich hier Quark erzähle. Fournazier, der halb Franzose oder was das ist. Naja, Italiener, noch schlimmer. McGulloff klingt sehr schottisch. Ist aber Engländer. Bestimmt Halbschotte. Forb, natürlich typisch englischer Name. Da sind nicht ganz so viele interessiert. Johnston noch weniger Interesse. Die würde ich allein schon aufgrund des Namens nicht haben wollen. Das ist ja ein Zungenbrecher. Zumindest wenn man vorher lange gezockt hat und eh kaum noch vernünftig sprechen kann, wenn man sich den Mund fusselig geredet hat. Dann gucken wir mal, was so realistisch ist. Ein paar Transfers würde ich dann doch einleiten wollen. Und zwar im Tor haben wir mit De Gea einen, der ist halbwegs auf dem Damm, aber man kann ja immer noch mal nach höherem streben, oder? Ja, schade ist nur, dass den ich haben will, der wird noch ewig nicht erreichbar sein. Und bis dahin macht eigentlich ein anderer Transfer nicht wirklich Sinn. Es sei denn, wir finden noch einen Jugendspieler, der überragend wäre. Rechter Verteidiger haben wir mit Raphael und Danilo eigentlich zwei, die das ganz gut können. Aber für Menü-Verhältnisse brauchen wir eigentlich einen, der in die 80er-Werte geht. Scoute den mal. Ich will wissen, was der kann. Ja. Craig Gardner. Also ich weiß, was Kajewald kann, aber ich will wissen, wie der hier bewertet ist. Ja, Linksverteidiger. Mit Luke Shaw ein, der noch definitiv stärker werden kann, aber da halt noch lange nicht so weit ist. Jordi Alba, Marcelo will ich mir eigentlich nicht antun, von daher würde ich sagen, vertrau mal weiterhin auf die beiden. Ist ja bisher immer gut gegangen. Innenverteidiger. Haben wir mit David Luiz und Company mehr als genug Potenzial, denke ich. Und mit Benatia keinen so schlechten. Jetzt fangen schon an, meine Ohren zu drücken, wenn ich so lange aufnehme. Aber auch hier könnte man sich überlegen, vielleicht einen
nachzuschieben. Aber allerdings nur, wenn sich auch einer anbietet, was gerade nicht der Fall ist. Wo wir auf jeden Fall einen brauchen, ist erstmal im offensiven Mittelfeld einer, der Spielmacher spielen kann. Vielleicht ist da jemand ordentliches zugekommen. Oscar wäre zum Beispiel so einer. Den mag ich sehr gerne. Und da könnte ich mir vorstellen, dass der geht. Frage ist nur, wie viel wird der kosten? Von Chelsea, die werden den sicherlich nicht zum Schnäppchenpreis preisgeben wollen. $40 Millionen wird langsam happig. 45 Millionen ist er das wert. Mach mal einfach mal das Angebot. Ich halte, wie gesagt, sehr viel von ihm. Gucken wir aber natürlich auch noch, ob auf den anderen Positionen einer ist, der es vielleicht besser kann. Diet. Fabregas, Groß, Pastore, Gündogan. Ich finde für mich persönlich keine bessere Lösung. Wenn ihr eine bessere Lösung habt, dann bitte ab in die Kommentare damit. Wenn ihr noch einen Wunschspieler habt, so und so, immer in die Kommentare. Ansonsten können wir hier nochmal gucken im rechten Mittelfeld. Tobt bei uns momentan Kagawa. Das ist aber in meinen Ansprüchen noch nicht gut genug. Da geht immer noch ein bisschen mehr. Wir können ja nochmal ein bisschen Geld in die Hand nehmen, das ist kein Thema. Noch haben wir etwas über 100 Millionen. Und Van Persie soll auch noch weg, der bringt ja ein bisschen Kleingeld. Lallana hätte ich zum Beispiel furchtbar gern, steht noch auf dem Transfermarkt. Sagen wir nochmal, für 10 Millionen werden wir nochmal hellhörig. Stocker, der Neuhertaner. Zentrales Mittelfeld, da dürfte jetzt keiner bei sein, der uns überzeugt. Ne. Rechts außen. Haben wir da vielleicht einen dabei? David Silva, Luis Suarez, Pedro, Nani, Lamela, Hulk. Ja, Hulk aber auch schon 26, also. Links außen sind erfahrungsgemäß immer die besseren. Neymar. Ja, wir hatten es ja schon scheinbar probiert bei Hazard und bei 25 Millionen die Ausstiegsklausel. Wir wollen den gerne aber billiger haben. Sagen 20 Millionen für Schürrle. Damit wären wir auf den Außenbahnen richtig gut besetzt und das reicht schon meinen Ansprüchen. Und dann müssten wir nur noch mal gucken, ob wir im Sturm mit Lewandowski weitermachen. Oder da ein anderes Kaliber hinsetzen. Gibt ja noch sicherlich den einen oder anderen Superstürmer. Bin ich mir ganz, ganz sicher. Falcao jetzt nicht unbedingt, weil er schon zu alt ist und auch zu teuer wird. Benzema, Higuain, Rooney, Dzeko, Morata ist mir jetzt auch persönlich zu teuer. Jackson Martinez ist ein guter, aber jetzt 25, ne? Aubameyang, zu dem gibt es im FIFA eine lustige Geschichte, das werdet ihr jetzt aber noch sehen, da will ich jetzt nicht spoilern. Ciro Immobile, hier noch bei Genua, der wahrscheinlich Neu-Dortmunder. 3 Spiele, 2 Tore, keine so schlechte Quote. Lassen wir es erstmal, probieren wir es erstmal bei den dreien, das wären jetzt so meine Prioritäten. Und würde sagen, jetzt konzentrieren wir uns volle Möhre auf die Champions League. Stellen da gerade die Taktik noch ein bisschen ein. Nehmen noch einen Tic-Tac. Haha, meiner, der geht immer, der Spruch. Hier bewachen wir mal. Oh Gott, haben die abgebaut. Wo sind denn die guten Stürmer von denen hin? Die spielen heute mit einer B11, scheint mir. Ich wollte noch gucken, ob unsere Reserve simuliert wird. Zweite Mannschaft. Ergebnisse müssen wir da gucken. Reserve. Ja, die wird nur simuliert.
Dann wollten wir noch gucken, was unsere Leihspieler machen, falls wir es im letzten Part nicht gemacht haben, aber ich weiß es jedenfalls nicht mehr. Sieht soweit ganz gut aus, außer Lukas Digne, zudem gibt es in FIFA 14 auch was. Lustige Geschichten, dass sich hier die Wege immer kreuzen, aber lustige Geschichten schreibt eben der Fußball. Dann jetzt rein in die Partie. Ich denke, die werden wir im Textmodus sehen. Und ja, dann gehen wir da rein in den Textmodus, sagen, gebt euer Bestes, Champions League Leute, da müsst ihr auf jeden Fall das Beste geben. Ist eigentlich selbstredend. Sound ist wieder sehr laut. Und wir sagen direkt vorne, geht drauf. Shinji Kagawa mit einer schönen Balleroberung im Spiel. Es ist eine schlechte Sicht. Schöne Aktion von Rakitic. Gute Freistoßposition für Manchester United. Der Freistoß kommt. Isco. Isco schneidet den Freistoß geschickt an. Hält erst im Nachfassen. Oh. Ecke Isco. Van Persie schießt ihn nicht mehr. Cavani steigt zum Kopfball. Luis Suárez kann die Ecke von Isco klären. Muss hier immer so schnell lesen. Anstrengend. Schöne Flanke von Isco, aber der Kopfball von Cavani geht mit meilenweit am Tor vorbei. Manchester ist sicher in der Defensive und hat gute Chancen. Sie kommen hier immer besser in Tritt. Manchester ist mit dem Defensiv ausgerichtet. Ehrlich? Glaube ich nicht. Was haben wir denn für eine Minute? Die 19. Schussposition, sein Schuss wird abgeblockt. Da haben wir noch mal Konzentration. Flanke von Kagawa, doch Fellaini bekommt mit seinem Kopf nicht genug Höhe, muss sich nicht besonders anstrengen, um den Ball sich herunter zu pflücken. Nächste Chance für Manchester United. Fellaini sucht Cavani, der trifft den Ball nicht richtig. Trotzdem und er gewinnt mit einem 1 zu 0, oder? Cavani? Jawohl, 1-0. Schalalala, hey, Cavani, schalalala, hey, Cavani, Ecke Menu, Isco kommt, zweite Ecke von Isco, die Ecke ist Sache von Isco, er schaut lange nach, bringt die Kugel hoch hinein, doch Vitor köpft den Ball wieder aus der Gefahrenzone. Die Gangart von Benfica Lissabon wird rauer, dafür sieht er doch auch die gelbe Karte. Tja, wenn man nicht mit Leistung auf sich aufmerksam machen kann, dann muss man eben faulen, kommt nach frei vor zum Abschluss. Der pariert, der Nachschuss fliegt über den Balken. Alter Schwede. Ecke für, hallo, konzentriert euch mal. Ecke von rechts von Pablo Aimar. Abwehr klärt souverän. Ich hasse das, dass ich denen so oft Anweisungen geben muss. Isco mit der dritten Ecke, kommt die jetzt besser? Cavani aus der Drehung zu schwach. Fellaini, Edinson Cavani, keine Chance. 2 zu 0. 2 zu 0, Manchester United. 2 zu 0, Edinson Cavani. Einfach nur ein Teufelskerl, der Typ. 2-0, wie kurz vor der Halbzeit, wichtiger Zeitpunkt. Inter Mailand, Barcelona und Chelsea hießen die letzten Sieger. Können wir den Titel in England behalten? Ich glaube, es ist jetzt noch zu früh zu sagen, aber bisher entwickelt sich unsere Mannschaft recht super, muss ich sagen. Ich bin sehr zufrieden mit den Spielen bisher. Bis auf wenige Ausnahmen sieht das richtig gut aus. Außer bei dem 1-0 gegen Everton hat man Riesenprobleme und gegen Southampton hat man so paar Problemchen, aber das sind ja auch keine schlechten Vereine. Jetzt geben wir Vidal ein Päuschen, den haben wir nämlich gar nicht gesehen. Büttner geben wir ein Päuschen, dafür kommt Luke Shaw zu seinem ersten Champions League Einsatz und den dritten Wechsel heben wir uns für später auf. Sagen noch in der Taktik bisschen runterfahren mit der Kraft, das muss auch so reichen und dann geht's weiter die nächsten 45 Minuten. Wir schicken natürlich alle Spieler wieder zum Aufwärmen, damit, falls sich einer verletzt oder es zum Wechsel kommen muss, alle fit sind. Ich schenke mir noch mal ein bisschen Trinken nach. Luke Shaw kommt in die Partie. Sind jetzt voll konzentriert. Benfica Lissabon
mit der ersten Aktion. Ivan Rakitic scheitert an Moraes. Richtig gute Aktion von Rakitic scheinbar. Luisinho mit einer gelben Karte. Pablo Aimar trifft durch die Latte des Eigentors. Noch einmal Eckball. Uiuiui. Nochmal Ecke, schwer zu nehmender Ball für Lima. 2 Meter am Tor vorbei. Edinson Cavani und spitzelt die Kugel vor das Tor, rettet per Kopf zur Ecke. Eckball sehen wir nicht. Gucken wir nochmal, können wir nochmal wechseln, oder? Vorne der Cavani ist nämlich ein bisschen platt und Kagawa hat eine schlechte Leistung gezeigt. Das heißt, da kommt Sterling nochmal in die Partie. Gucken, was der junge Mann noch zeigen kann. Schneller Mann, das sollte für Benfica Lissabon, denke ich, nochmal hier Impulse setzen. Pablo Aimar geht. Carlos Martins kommt. Ein Drehschuss von Cavani sorgt für Gefahr, ist jedoch zur Stelle und begräbt den guten Schussversuch unter sich. Klares Foul von Vitor, es gibt 11 Meter. Dahin. Oh. Verdammt. Tut mir leid, Cavani, ich habe dein drittes Tor versaut. Aber ich war doch überrascht. Wieso soll ich dem sagen, wohin der die Elfmeter schießen soll? Der ist doch alt genug. Mann, Mann, Mann. Garay kommt jetzt erst in die Partie. Ist eigentlich der beste Verteidiger meiner Meinung. Aber wie gesagt, ich hatte eh das Gefühl, dass sie mit einer B-Elf gespielt haben. Ecke von Isco. Rakitic stoppt ihn mit der Brust. Schießt. Außennetz. Oh. Ja, ja. Und jetzt plätschert die Partie vor sich hin. Carlos Martins, Lima, David Luiz kann sich durchsetzen. De Gea muss nicht eingreifen. Nachspielzeit 2 Minuten. Nochmal Manchester. Fellaini mit einer sehr guten Vorbereitung. Schuss von Sterling wird noch abgefälscht und verfehlt das Tor nur knapp. Ecke von Isco. Isco, Victor klärt. Sterling vor den Strafraum. Edinson Cavani, der ihn annimmt, abzieht. Rakitic, Schussbahn, fällt den Ball mit der Hacke ab. Tor, Tor, Tor. Nein! Oh, ich hasse das Spiel, dass du das so spannend machst. Ja, egal. Sieg ist Sieg. Ich habe sogar einen Elfmeter verballert. Glückwunsch, dafür kriegt jetzt auch noch Cavani eine schlechte Note, wäre ich so dämlich war. Habe ich denen in der Halbzeit nichts gesagt? Doch, wollte gerade sagen. Statistik sollte, denke ich, klare Dings sprechen. Wetter war nicht so gut, aber wir sind ja schließlich in England. David Luiz, Spieler des Spiels, auch wenn ihr ihn nicht mögt als eingefleischte Manchester United-Fans, die vielleicht zugucken, aber ich finde, das ist ein richtig guter Verteidiger. Der wechselt auch in echt nicht umsonst nach Paris und ich verstehe auch nicht, warum Mourinho dem nie eine ordentliche Chance gegeben hat. Der hat bei mir immer Stamm gespielt, statt die Pfeifen Terry und Cahill, aber gut. Mourinho ist ja eh eigen. Wir haben hier klar dominiert, 11 Schüsse, 7 auf Tor, 4 Chancen und Benfica war selten zu sehen. Ja, ansonsten die Ergebnisse in der anderen Gruppe, also in derselben Gruppe. Das andere Ergebnis war Galatasaray schlägt Anderlecht mit 3:0, dreimal Burak Yilmaz. Das hätten wir auch haben können, hätte ich den Elfmeter nicht verschossen. Da werde ich noch Jahre dran zu knabbern haben.
Endlich haben wir einmal unsere Torchancen konsequent verwertet. Negativ anmerken kann man eigentlich nur, dass wir uns phasenweise das Leben selbst schwer gemacht haben. Ja. Dann geht's weiter. Ich freue mich auf das Spiel gegen Anderlecht. Belgische Talente for the win. Hier dürft ihr den gern haben. Für 0, das ist Hauptsache, der geht. Dramatische Musik im Hintergrund. Und Oscar erwarten die ein verbessertes Angebot. Wir bleiben aber dabei. Wenn, dann gehen wir eher vom Preis runter. Lalana müssen wir schon wieder auf 12,5, aber es ist immer noch okay, denke ich. 12,5 für einen Lalana. Ich weiß gar nicht, wie viel bringt der in die Realität ein. Wird ein bisschen teurer, oder? Schürrle bleiben wir nochmal. Zur Not ziehen wir halt die feste Option. 25 bricht uns da jetzt bestimmt auch nicht den Hals. Ja, du darfst gern gehen, auch wenn du ein Belgier bist. Oh Gott, was wird das denn für ein Spiel, das uns da im nächsten Part erwartet? Aber wie gesagt, das erst im nächsten Part. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage im nächsten Part dann, wie gesagt, das Spitzenspiel gegen Liverpool, die nur Achter sind, aber trotzdem richtig gut dastehen sollten. Von daher danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, schreibt gerne einen Kommentar, bewertet das Video, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein und abonniert meinen Kanal, um kein Video zu verpassen. Bis dahin, ciao, ciao.